Das ist einer, der ja eigentlich eine feste Institution war bei den Bayern und nun verletzt ausfällt. Nun sagen einige, naja, das ist ja nicht so schlimm, ein Abwehrspieler weniger auf der rechten Seite. Du sagst, das ist eine kleine Katastrophe. Warum? Das ist eine ziemliche Pavarie, wenn man so möchte. Für mich ganz persönlich, Pavard-Ausfall schlimmer, als wenn Lewandowski nicht dabei wäre. Boah, das ist aber eine steile These. Also nochmal, Lewandowski-Ausfall wäre nicht so schlimm wie Pavard. Das muss man jetzt aber wirklich mal begründen. Ja, also für mich ist die Frage, ob das Bayern-System diesen Ausfall verkraftet. Wenn man einfach mal sieht, Lewandowski fällt vorne aus, was muss man machen? Man muss halt einen neuen Stürmer aufstellen. Ne? Danke für die Info, aber den gibt es halt nicht von der Qualität. Den gibt es natürlich nicht von der Qualität. Individuell, keine Frage, Robert Lewandowski mit seinen 34 Saisontoren nicht zu ersetzen. Aber auf der Rechtsverteidigerposition ist leider Gottes für alle Bayern-Fans der FC Bayern eben nicht so gut aufgestellt. Und die Alternativen sind relativ rar oder bergen halt das ein oder andere Risiko. Wir reden mal drüber, was er für Alternativen hat. Hansi Flick, der nun wirklich ein tolles erstes Trainer ja bei den Bayern hingezaubert hat. Also er wird sich was ausdenken. Also nach wie vor muss ich sagen, wenn der Ausfall von ihm hier nicht so schlimm wäre wie eben Pavard, dann muss man ja wirklich sagen, muss man irgendwas ja finden bei den Bayern, was personell den ersetzen kann. Ja. Nun ist Philipp Lahm nicht bereit für eine Rückkehr. Das wäre eher vielleicht nicht auch eine Option. Aber ansonsten wäre es realistisch im Kader. Ja, die logische erste Alternative wäre eigentlich Alvaro Odriozola, ja, den sie ja im Winter von Real Madrid geholt haben, um eben noch einen weiteren Rechtsverteidiger zu haben. Das war damals auch der Wunsch von Hansi Flick, hat ganz klar gesagt, wir brauchen noch einen Rechtsverteidiger. Der Mann scheint es offensichtlich nicht gewesen zu sein, den er sich da vorgestellt hat, denn der hat kaum gespielt und ist auch jetzt keine ernsthafte Alternative. Weil, muss man ihm den Vorwurf machen, dass er einfach vom Leistungsstand noch nicht so weit ist, oder eben ist Hansi Flick mit ihm einfach nicht grün geworden? Ich glaube, Hansi Flick sieht bei ihm defensiv zu viele Schwächen und traut ihm das deswegen auf dem Level einfach nicht zu, da Pavard 1:1 zu ersetzen. Gut, also sagen wir, er ist schon mal keine Option. Da muss man sagen, er vielleicht. Süle, eigentlich ein Innenverteidiger, kann der auf einmal nach rechts rausrutschen? Der ist erstens mal nicht drin, war lange verletzt. Ja. Ist überhaupt die Frage, ob der wirklich eine ernsthafte Option schon ist. Und als Rechtsverteidiger keine Option, wenn dann in der Innenverteidigung. Gut, also auch er ist dann ein Fall für die Geschichte. Zumindest was die Personalie angeht, gäbe es Joshua Kimmich. Das ist wahrscheinlich die logischste Alternative. Ähnlich wie Philipp Lahm, von dem wir es ja gerade schon hatten. Den vielleicht aus dem Mittelfeld, von der Sechserposition, wieder zurück nach hinten rechts zu holen, wo er ja auch lange gespielt hat, wo er auch wirklich nahe Weltklasse ist. Das Problem ist, wenn man natürlich Kimmich da rechts hinten hinstellt, dann fehlt er einem im Zentrum. Und das ist eben diese Achse, die sich bei Bayern ja in der Rückrunde wirklich bewährt gemacht hat, mit Kimmich und Goretzka im Zentrum. Das war dieses stabilisierende Element, was dazu geführt hat, dass sie diese überragende Rückrunde gespielt haben. Gut, also wir halten dann auch fest, wenn er die Lücke hinten rechts mit Kimmich stopft, hat er eine andere Lücke halt im defensiven Mittelfeld. Wer wäre da die Option? Thiago doch eigentlich. Thiago, dann. Klar. Thiago oder nicht? Ja. Der alte Pep Guardiola-Satz wird wieder aktuell. Ja. Nun gibt es ja auch viele Gerüchte um ihn. Klar, vor der Champions League wird keiner mehr wechseln, das glaube ich, kann man sagen, das hat oder? Kalle Rummenigge klargestellt. Genau. Sie planen fest damit, dass Thiago und auch David Alaba bei der Champions League auf jeden Fall dabei sind. Stichwort Alaba, wäre er eine Option, dass er rechts rausrücken könnte? Eher nicht. Dann noch eher Lucas Hernandez vielleicht, der bei Atletico auch zumindest aushilfsweise schon mal auf der rechten Abwehrseite gespielt hat. Es gibt da noch Chris Richards, Nachwuchstalent, aber ob man den jetzt wirklich in der Champions League direkt da ins kalte Wasser schmeißen will, ist eher fraglich für mich. Also Kimmich ist schon die erste Option, aber dann natürlich mit der Gefahr, dass im Mittelfeld da was verändert werden muss. Nun kann man sagen, die Bayern haben ja eh kaum Gegentore bekommen. Nun ist es doch nicht so tragisch, wenn einer hinten defensiv ausfällt. Du bleibst aber bei deiner These, ein Lewandowski-Ausfall wäre weniger schlimm als eben sein Ausfall. Was wiederum hat er denn in der letzten Saison alles richtig gemacht, dass man sagen kann, er ist eigentlich unersetzbar? Also man darf nicht vergessen, Benjamin Pavard ist Weltmeister mit Frankreich auch. Ja. Der hat schon Qualität, der hat sich wirklich festgespielt, der hat zusammen mit Manuel Neuer mit die meisten Minuten absolviert bei Bayern. Das zeigt alleine, dass Flick absolut auf ihn setzt, dass eben aber auch die Alternativen nicht so da sind. Und so ein Spieler, der so viele Minuten gemacht hat, der so ein elementarer Bestandteil von einer Mannschaft ist, gerade an so einer neuralgischen Stelle wie als Rechtsverteidiger, den muss man eben erstmal ersetzen und das ist schwierig. Das ist seine Aufgabe. Schlussfrage zum Komplex. Schmälert das die Chancen, dass Bayern in der Champions League weit kommt? Ich glaube, die haben jetzt noch zwei Spiele.
anderthalb Spiele. Marseille, das Trainingsspiel morgen Abend, wo sie sich einspielen können. Dann das Rückspiel gegen Chelsea, wo sie wahrscheinlich ja schon durch sind. Von daher, ich glaube, bis dahin finden sie eine Lösung, die dann auch Champions League reif ist.